Ich muss euch warnen. Nach Meinung der Jesuiten ziemt es sich nicht, dass eine Frau sich mit der Theorie des Herrschens befasst. Nach Meinung der Jesuiten ziemt es sich für eine Frau nur zu beten, zu gebären und dem Mann zu dienen. Nehmt die Warnung ernst, Hoheit. Wenn man solche Bücher bei euch findet, wird man euch der Ketzerei bezichtigen. Und Ihnen, Spannagel, der es mir gegeben hat. Ich bin schon alt. Aber ihr bedenkt gut, was ihr riskieren wollt. Womit fangen wir an? Die größten Machthaber der Geschichte. Eine Pflichtlektüre für jeden Herrscher. Wie lange dauert es, bis er mir alles beigebracht hat? Die Grundlagen? Ein Jahr? Eher zwei. Er hat 3 Monate. Frankreich wollte Stanislaw Leszczynski auf dem polnischen Thron sehen und provozierte so den Krieg mit dem Heiligen Römischen Reich. Denn der Kandidat seiner Majestät, eures kaiserlichen Vaters, war der Kurfürst von Sachsen, der nun als August III. Die Regentschaft innehat. Und so soll es gut sein, dass ich das alles weiß. Oh, Hoheit. Machiavelli sagt, ein guter Herrscher muss Wissen sammeln und es rücksichtslos einsetzen. Ein guter Herrscher sollte barmherzig sein, nicht rücksichtslos. Der Prinz Eugen von Savoyen ist ein großer Bewunderer Machiavellis. Nach seinem Vorbild kauft er seine Freunde. Und die nicht käuflich sind, erachtet er als Feinde. Und er, Spannagel, bewundert er auch Machiavelli? Dann sollte er wie der es lehrt eigennützig sein und sich nicht in Gefahr bringen. Hoheit, wenn ich euch zu einer wahren Herrscherin erziehen kann, dann bekommt mein nichtiges Leben einen Sinn. Seht ihr, wie eigennützig das ist? Leszczynski traf sich als Vertreter der litauischen Konföderation mit dem schwedischen König, der ihm die Krone zusicherte. Gut. Im Jahr 1713 schloss England zusammen mit den Bündnispartnern Habsburgs in Utrecht Frieden mit Frankreich. Dadurch wurde Philipp von Anjou als Nachfolger auf dem spanischen Thron bestätigt. Ich bin so froh, dass ich dumm bleiben darf. Anna, du bist die glücklichste junge Dame, die ich kenne. Ich hab dich lieb. So sagt man aber nicht. Es ging das Protokoll. Die Zeremonialprotokolle bilden die Grundlage für das Hofzeremoniell. Mit dem Rastatter Frieden wurde der spanische Erbfolgekrieg 1716 beendet. 1714? 1714. Als Kompensation für den spanischen Thron fielen an Österreich die spanischen Niederlande, Sardinien, die Herzogtümer Mailand und Mantua, die Lombardei. Und was noch? Florenz. Das Königreich Neapel. Wie wollt ihr herrschen, wenn ihr nicht einmal wisst, über was? Es ist doch so schrecklich viel ist. Ja, es ist viel. Euer Reich. Fahrt fort. Die kaiserlichen Truppen standen im Krieg 1716. Bis? 1718. Weiter. Unter der Führung von Prinz Eugen von Savoyen, der sie siegreich gegen die Osmanen ins Feld führte.